Und herzlich willkommen zurück zu The Flame and the Flood. Beim letzten Mal waren wir genau an dieser Stelle stehen geblieben. Wir sind bei Tag 2 und da machen wir weiter und versuchen noch ein bisschen länger zu überleben. Vorwärts, dass wir in die Strömung kommen. Mal gucken, können wir in den Fischerladen. Nein, wir sollten zelten, dass wir einen Unterstand bekommen und Feuer, da leuchtet Licht, also wird es ja wahrscheinlich auch ein Feuer geben. Oh, unsere Kleidung ist durchnässt, also schnell rein. Gucken, dass wir uns unterstellen können. Ein paar Quests können wir uns gleich holen. Schnell zusehen, dass wir in der Hütte reinkommen. Aber wo ist die Hütte? Natürlich jetzt auch gefährlich, einfach so hier rumzulaufen, weil kann natürlich ein Wolf oder ein Wildschwein hier sein. Ah, ist hier keine Hütte? Wäre natürlich ärgerlich, wenn hier keine Hütte ist. Meine Feuer benutzen. Feuer benutzen bringt mir natürlich bei dem Regen. Ah, es sieht fast aus, als wenn keine Hütte gibt, aber wir können das Feuer benutzen. Tafel, Licht, fertige trockenes Wundermaterial. Können wir zum Material herstellen? Was fehlt uns denn dazu? Rohrkolben. Haben wir immer noch keinen Rohrkolben mit. Wir müssen mal eben sehen, dass wir ein paar Sachen Hund rübergeben. Oh, der hat auch schon einige Sachen aufgesammelt, sehe ich gerade. Knoblauch, Esatz. Ja. Salz rüber. Dann brauchen wir mal dringend etwas, das wir Wunder herstellen können. Gab es hier keinen Rohrkolben oder waren das andere? Rohrkolben. Da gibt es sogar wieder Hasen, aber jetzt müssen wir erstmal dringend zusehen, dass wir uns trocknen. Dazu Zunder herstellen. Der Zunder. Ah, wir brauchen mehr Platz. Gekochte Yucca. Hunger haben wir, also nehmen wir das mal schnell. Brauchen wir nichts wegschmeißen. Und jetzt können wir Zunder herstellen. Damit dann hoffentlich Feuer machen, uns trocknen und noch andere Sachen wieder herstellen. Oh. Was haben wir denn noch? Ameisenbisse. Schmerzhafte Bisse, die behandelt werden. Aloe hilft dagegen. Habe ich doch hier gehen. Meine Tasche benutzen. Haben wir die auch geheilt? Perfekt. Mal noch herstellen, wo wir gerade hier sind. Zahntee, Aschekuchen, Heil brauchen wir auf jeden Fall. Gekochte Yucca werden wir uns wieder machen, die bringt Nahrung. Gleich alle herstellen, gerade das Feuer haben. Isolierte Stiefel. Leichte Stiefel, Rohrkolben, Nähsatz. Sieht gut an. Einmal gucken. Müssen wir die noch ausrüsten? Nee, die sind automatisch besser. Kistenfalle. Ah, dafür brauchen wir dann also die Nähsätze und dann können wir uns auch ja, neue Sachen, Kleidung herstellen.
Machen wir uns so eine Falle oder machen wir uns eine Speerfalle? Deine Tiere zu. Ja, nehmen wir erstmal die. Dein Messer. Noch was, das brauchen wir nicht. Da könnten wir benutzen. Weiß nicht, was man sonst mit Mais machen kann. Ob wir später irgendwo anders für brauchen. Kurz hier durchgucken. Rohrkolben brauchen wir. Mais bei. Boah, gibt's da viele Sachen. Ah, wir werden den Mais erstmal zu essen machen. Bringt er uns wenigstens etwas. Löwenzahntee, mal schauen. Lebensmittel. Finnisches Gebräu. Aber dann haben wir kein Wasser mehr und ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal Wasser finden. Also lassen wir das erstmal so. Sammeln wir schön auf, was hier noch. Auch noch Kisten. Klumpen, den konnten wir doch auch am Feuer verarbeiten. Wenn ich mich nicht ganz irre. Penicillin, schimmeliger Klumpen. Werden wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Falle aufgestellt kriegen. Vergessen. Deck da. Gefunden. Waren doch die Pickel. Stellen wir die Falle auf. Unten ist die. Ja, wir haben keinen Platz. Na toll. Oder müssen wir die Stiefel ja doch noch? Isolierte Stiefel. Keltisch. Ausstatten. Ah, die müssen wir doch ausstatten. Alle zu uns. Anwenden. Baue eine Falle. Natürlich, das wollen wir machen. Wir wollen ja einen Karnickel fangen. Eins reingegangen. Rohes Fleisch und Hasenfell. Damit ist unsere Falle dann auch kaputt. Was? Die hätte man noch mal benutzen können. Und wenn das Feuer da noch brennt, können wir natürlich gleich mal das Fleisch benutzen. Wird uns das gar nicht erst schlecht. Würde ich Ihnen sagen. Gekochtes Fleisch. Ja. Werden wir wohl mal gleich machen. Oh, da unten. Ökelfleisch. Ah. Ete des Teufels. Gekochtes Fleisch. Nicht essen, das bringt dich um. Okay. Wir können uns eine Mütze da draus machen. Das werden wir machen. Besatz werden wir noch. Was bringt der? Bringt der vielleicht, wenn wir den Wolf oder so haben, den dann hinwerfen? Das könnte natürlich sein. Komm, wir riskieren. Bauen den mal. Jetzt gucken wir. Da unten ist die Mütze. Statten wir mal aus.
Hab ich gar nicht geguckt, was uns die Pfütze bringt. Da, Hasenpfütze. Hält unseren Kopf schön warm. Bringt das. Lässt den Appetit eines Tieres zu seinem Verhängnis werden. Ja, dann wird das sein, damit wir zum Beispiel einen Wolf oder so vergiften können. Haben wir hier, glaube ich, auf der Insel jetzt auch alles mitgenommen, was mitzunehmen ist. Weiter. Ich glaube, am Anfang hatten wir noch was liegen gelassen. Besten. Wildschweinjägerin. Boah, Wildschwein ist ja auch so einfach zu jagen, ne? Das ist ja eine Aufgabe. Ab aufs Floß. Ach, kommen wir da drüben hin? Nein, sieht nicht aus. Also geht's weiter. Inzwischen haben wir Tag 3 erreicht. Wenigstens einen Tag weiter als letztes Mal. Und müssen gucken, dass wir unser Floß demnächst auch mal repariert bekommen. Zweite Region. Oh, das sieht nach ein bisschen schnellerem Wasser aus. Versuchen wir mal hier am Rand zu bleiben, wo es ganz so schnell ist. Jetzt kommen wir nicht drum rum. Beute müssen wir immer mitnehmen, wenn wir sie kriegen. Das sind diese Einkaufswagen. Aber wo kommen wir dahin? Nach Reparieren aus. Oh, jetzt können wir einmal gucken, ob wir unser Floß repariert kriegen. Wäre nicht ganz so schlecht. Machen wir ein Gefäß, also können wir auch Benzin mitnehmen. Werden wir wahrscheinlich erst später brauchen, aber wenn wir es schon mal haben, kann es nicht schaden. Okay, eine kleine Reparatur können wir nicht machen, dafür brauchen wir Schrauben und Muttern, aber eine mittlere. Werden wir dann natürlich auch durchführen, da wir 60 von 100 Energie bei unserem Flug haben. Aufs Floß, mehr ist hier auf der Station nicht. Und dann ein bisschen aufpassen, dass wir den ganzen Sachen ausweichen. Oh! Das war knapp. Gucken wir mal in die Kirche. Da gibt Unterschlupf, Lumpen, Nähmaterial und Alkohol. Das finde ich auch sehr schön gemacht, dass da unten immer steht, was für Sachen man meistens jedenfalls findet. Wer denn hier? Okay. Der erzählt uns ein bisschen was über den Ort. Wasserfilter gegen Nähsatz. Okay. Okay, mit dem hätten wir halt tauschen können, aber ein Wasserfilter gegen Nähsatz muss nicht unbedingt sein. Ätzling natürlich mit. Hier schönes. Alkohol gibt's da. Okay, hier können wir schlafen. Werden wir mal machen. Was eh gerade dunkel war und wir auch wieder ein bisschen Energie dafür bekommen. Aber wir müssen demnächst was trinken. Hunger können wir schon mal uns kümmern, wo wir hier gerade ein bisschen Zeit haben. Dafür haben wir extra was hergestellt. Mal gucken, wo es ist. Was hat der Hund noch mit?
Nehmen wir erstmal Aschekuchen. Ah ne, die kochte Lukan. Können wir gleich alle das Wasser können wir auch benutzen, aber ich heb's noch mal auf, weil wir können ja auch noch einen Brunnen finden und dann brauchen wir nicht das Wassergefäß benutzen, was wir im Inventar haben, sondern können direkt Brunnen benutzen. Mehr Alkohol, scheinbar nur Alkohol. Schlafen, nein, abbrechen. Ja, auch noch Kuchen rein. Na gut, so hatten wir wenigstens Schlafplatz. Oh, da steht noch eine Pflanze. Setzling. Da irgendwas herstellen. Nur das Floßgestell. Ah, brauchen wir nicht. Also ab zur Insel. Kommen wir links irgendwo rüber. Ich fürchte fast. Verdammt. Nein, wir kommen längst weiter. Durch blöd. Und der Bus hat auch noch eben Schaden wieder bekommen. Auch ein Baum schon wieder auf. Oh, oh. Das war knapp. Oh, kommen wir hier durch. Oh, das hat gerade eben so geklappt. Ich überlege gerade, gehen wir zum Wald. Als erstes oder der Zeltplatz? Ah, wir gehen dazu. Zeltplatz. Hoffen, dass es da vielleicht auch was zu trinken gibt. Immer ein brennendes Feuer. Best in hier. Ihrer, okay. Ah, das heißt, wir können nachgucken, aber ich will trinken. Andere schöne Sachen, die wir gebrauchen. Das Holz. Setzling. Löwenzahn. Oh, ich muss aufpassen, die Pflanze vergiftet uns, wenn wir dagegen kommen. Okay, hier gibt es Hasen, aber wir haben eine Falle, aber den Maulbeeren noch mit. Kiste. Feuerstein und Lumpen. Schlafen, aber. Oh, ist nass. Also, schnell mal öffnen. Da haben wir keinen Platz. Schlafen wir. Stunde lang durch. Hoffe, dann ist das Gewitter. Nein, das Gewitter ist natürlich nicht vorbei. Wäre ja auch zu schön gewesen, also schlafen wir mal 4 Stunden. Zunder? Nein, wir haben kein Zunder mehr. Und auch kein herstellen. Hat unser Hund welchen dabei? Dabei, was er so. Jetzt Mist. Maulbeere kombinieren. Bringt uns auch ein bisschen Durst. Und wir haben Platz frei. Haben wir alles rausgenommen? Nein, nicht. Auch noch Schnur. Hatten wir alles. Da ist natürlich blöd jetzt, dass uns wieder Zunder fehlt. Feuer war natürlich eben an. Angefangen zu regnen. Jetzt wieder so blöd gelaufen.
Warum bellt er hier? Irgendwas vergessen? Läuft. Bringt er uns her, nur weil er uns zeigen will, dass es Hasen gibt? Im Moment. So, dann verlassen wir die. Aufpassen, dass wir nicht dursten. Wir haben aber einmal Wasser dabei. Ansonsten sieht im Moment ganz gut bei uns aus. Ja, zurück aufs Floß. Aber ich würde an dieser Stelle auch wieder sagen, wir machen einen kleinen Cut und gucken beim nächsten Mal, wie weit wir noch kommen. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!